Moin! So, es ist jetzt 11.11 Uhr. waren gerade schon in der Cash. Ein paar Fahrbriefe bei uns gibt es jetzt halt so, weil die Kirche ausfällt für Ostern, so ein paar Sachen zum Austeilen geholt. Bisschen aufgeräumt schon. Nachbarin ein paar alte Schulhefte gebracht, weil die jetzt auch in die weiterführende Schule kommt auf unsere Alte. Und vielleicht kann sie die gebrauchen. So Übungshefte und so, die nicht benutzt wurden oder fast nicht. Jetzt fange ich mal ein bisschen auf. Ich spiele vermutlich ein bisschen Gitarre oder zocke irgendwas oder chill oder so, keine Ahnung. Und mit der entweder düngen gehen oder der Florian macht das, ob wir zusammen das ist noch nicht ganz klar. Mal schauen. Ich habe meinen Kalender jetzt umgehängt. Ist der nicht süß, ey? Oh, wie knuddelig. Und hier. Schon mehr Bartwuchs als ich. Oh, putzig. Ich war jetzt gerade mal im Feld, beim Florian bei Opa. Ich war erst im Wingert, wo ich sein wollte, hin, da hingefahren. Im Moment, als ich da war, habe ich nach Florian gelesen, ja, wir sind doch jetzt auf einmal woanders. Wir sind schon fertig, wir sind in einen anderen Wingert gefahren. Ich durfte gerade weiterfahren. Aber es war, ums Fahrrad zu testen, eh ganz praktisch. Und also fährt sich an sich ganz gut. Noch, wackel noch ein bisschen, muss ich noch mal gucken. Und jetzt schiebe ich gerade, weil das ist halt der einzige Nachteil zurzeit, dass man wieder einen Platten hat. Ey, diesmal ist unfassbar, gell? Er ist das dritte Mal. Diesmal allerdings vorne und hinten. Und es ist das andere Fahrrad. Aber ey, heute schiebe ich nicht komplett heim. Ich stehe jetzt gerade runter an die Straße und da holt mich der Papa zum Glück ab. Weil ich könnte jetzt auch heimschieben, aber. Naja. Mal schauen, ob ich es heute noch repariere. Eigentlich. Scheiße, dass ich jetzt abgeholt wurde. Eigentlich ist nämlich nach dem Prinzip, wenn du einen Blatten hast, schieb's heim. Aber das habe ich nun mal schon letzte Woche, als mir deine Reifen geplatzt ist. Das nächste Mal laufe ich dann wieder. Naja. Ich möchte ganz kurz noch die Zeit nutzen, um einfach mal, auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass irgendjemand davon sieht, allen Leuten danken, die zurzeit jetzt in der Zinsinstitution alles am Laufen halten. Allen. Allen Taxifahrern, allen Lieferdiensten, allen Ärzten, allen Notdiensten, allen Feuerwehrleuten, allen Polizisten, allen Supermarktmitarbeitern, allen LKW-Fahrern, allen Putzdiensten, an Chemikern und Biologen und Wissenschaftler, die gerade unter Hochdruck an Lösungsmitteln, an Lösungen generell, an Impfstoffen, an Seifen, an Desinfektionsmitteln arbeiten, an alle Politiker, die jetzt noch möglichst unbürokratisch arbeiten und höchst unbürokratische Entscheidungen treffen. An alle Unterhaltungskünstler, an alle Leute, die unterhalten und versuchen, die Stimmung aufrechtzuerhalten. Generell an alle, die ich jetzt noch vergessen habe, die irgendwie ihren Teil dazu beitragen, Zeitungen austragen, Briefe austragen, für die Nachbarin, für den Nachbar einkaufen gehen und an alle, die irgendwie mit der Sache zu tun haben, versuchen, ihr Bestes zu geben. In dem Sinne, habe die Ehre, bis morgen, gutes Nächtle, gern. Tschüssi.